So, und da sind wir schon beim Fleischsommelier meines Vertrauens, beim Fossi. Und da holen wir ein Schweinchen ab und Würstchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörbegriller TV. Heute möchte ich euch mal die Lagaja China Box vorstellen. Wir nennen sie netterweise immer die Schweinebox und diese hat mir mein Kumpel Johnny mal ausgeliehen. Das ist die große und das habe ich bei ihm das erste Mal beim Lunser-Seminar gesehen. Und zwar haben wir hier unser Schwein, was wir von der Metzgerei Voss geholt haben, ordentlich eingesalzen von der einen Seite. Und ja, zur Kontrolle machen wir schön das Mieter hinten und vorne rein. Denkt daran, wenn ihr die nutzt, dann müsst ihr da nah ran mit dem Mieter, denn unsere Box ist ja ziemlich metalllastig und dann wird natürlich ordentlich abgeschirmt. Aber es ist eine sehr gute Kontrolle, es hat super funktioniert. Ja, die Sonne ließ sich ein bisschen blicken und wärmt unseren Schwein den Rücken. Ja, und wir haben das Schwein dann auf den Rücken gelegt und es mit unserem Sennerab erstmal von der Innenseite richtig gewürzt. Ja, am besten lasst ihr euch so ein Schwein von eurem Sommelier eures Vertrauens fertig machen für die Box. Dann habt ihr da am wenigsten Arbeit mit und es ist auch sehr schnell zubereitet. Wie die Box genau funktioniert und was es da alles gibt, das zeige ich euch mal in einem extra Video. Das wird jetzt die Tage gedreht und dann kommt das Butz raus. Also wir haben es jetzt von einer Seite gesalzen und dann gewürzt und dann mit der würzigen Seite nach oben in die Box gelegt. Ja, und dann Deckel drauf und die Kohlen auch. Und ja, dann müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, das zieht sich alles schön zusammen und dann ist er auch ziemlich dicht. Ihr seht, da entweicht nicht viel Hitze, außer ein bisschen da an den Seiten, aber das ist ganz normal. Der Mieter überprüft alles, funktioniert, habe ich schön daneben gehangen. Und nach ca. anderthalb Stunden war es auch schon Zeit, das Schweinchen zu drehen. Ich gebe euch den Tipp, macht weniger Hitze am Anfang, geht langsam dran. Man vertut sich, wie heiß das da drin wird. Jetzt kommt die Oberseite mit der Schwarte nach oben und ja, die haben wir dann noch ein bisschen mit dem Messer eingeritzt, hat die auch schön aufploppt, noch ein bisschen Salz oben drauf gemacht, ja, und dann den Deckel wieder drauf. Ihr seht, die Kohlen von Maras Sommer von Expert Holzkohle haben wieder lange gehalten, denn das ist immer noch die erste Fuhre. Ja, und dann auch gerne noch ein bisschen mehr Oberhitze drauf lassen, denn die Schwarte soll ja schön aufploppen. Zwischendurch hatten wir ein bisschen Hunger noch, haben einfach eine Wurst dabei gegrillt, ja, und jetzt war die Wirbelgrillerin schon beim Anschnitt. Ja, und nachdem die Wünsche der Gäste angehört wurden, wie sie es gerne angeschnitten haben wollte und jeder auch seine Meinung abgeben durfte, kamen wir dann natürlich ehrlich, wichtig, schön gleich zum Anschnitt. Ihr seht, wie knusprig das ganze Ding geworden ist und wie saftig hier die Würfel schneide gerade mal rein. Da seht ihr das gleich noch viel besser. Und ja, die Gäste waren sehr, 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 sehr zufrieden. Wir hatten ungefähr ein 30 Kilo Schwein für, ja, es waren ca. 30 Erwachsene. Das hat wunderbar geklappt. Ja, und sind alle satt geworden und das Feedback war äußerst positiv. Also ideal für eine Geburtstagsfeier oder wenn man mal eine Party machen will. Einfach und ja, ohne viel Aufwand zu bewerkstelligen. So Freunde, herzlichen Dank, dass ihr dieses Video bis zum Schluss geschaut habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann macht doch einfach ein Abo oder ein Like. Und ja, da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten bleibt gesund und bis bald. Euer Höhlengriller aus Höhlenhof.